Einen wunderschönen guten Tag allseits. Im März 2021 war mal wieder ein schöner, noch Wintertag. Niedrige Temperaturen, ein bisschen Ostwind, ganz gute Sichten. Und nachdem lange Zeit die Fliegerei eigentlich etwas pausieren musste wegen weicher Bahn und so weiter und so fort, habe ich mit einem Fliegerfreund die Gelegenheit genutzt, mal wieder einen richtigen Trainingsflug zu machen. Trainingsflug bedeutet, wir sind gestartet im Sauerland und haben dann verschiedene Kontrollzonen durchfliegen wollen. Und hier sieht man bereits schon die erste Low Approach Trainingslandung, und zwar auf die Landebahn 24 von Köln-Bonn. Ich hatte also einen Rundflug im Plan und der erste Anflug war in die Kontrollzone von Köln-Bonn gewesen. Und an diesem Tag, Corona-bedingt, gab es immer noch sehr, sehr wenig regulären Verkehrsflug, also wenig Alpha-Traffic. Hatte der Türmer von Köln-Bonn dann doch sehr viel zu tun, weil gefühlt in der Zeit, als wir hier unterwegs waren, 20 UL- und Eco-Flieger um Einflug in die Kontrollzone von Köln-Bonn gebeten haben. Dann wollten die einen den Rhein rauf, die anderen den Rhein runter. Die meisten wollten irgendwann einen Vollkreis über dem Kölner Dom fliegen, so wie auch wir jetzt. Und alle Landebahnen wurden angeflogen. Wir kamen, wie gesagt, vom Osten, haben dann einen Direktanflug auf die 24 zugewiesen bekommen. Andere sind auf die 14 links oder auf die 14 rechts gelandet. Also da war ein buntes Treiben und ganz, ganz großes Kompliment an den Controller von Köln-Bonn, weil er hat wirklich diese ganzen Hobbyflieger, die wir ja nun mal sind, sehr souverän und geduldig gemanagt. Es war wirklich intensivster Funkverkehr. Man musste auch schauen, dass man rechtzeitig seine Meldung möglichst knapp absetzt, damit man nicht den Funkverkehr weiter blockiert. Aber das hat geklappt. So, wir haben jetzt auch hier schon unseren Vollkreis über dem Kölner Dom geflogen und jetzt geht es weiter, den Rhein entlang nordwärts, um kurz nachdem man erst die Kontrollzone von Köln-Bonn verlassen hat, sozusagen in den Kontrollbereich von Düsseldorf einzufliegen. Ich hatte also wieder meinen Funkspruch abgesetzt, mich gemeldet, 5 Minuten südlich von Sierra, mit der Bitte, die Kontrollzone von Sierra nach November zu durchkreuzen, and if possible, low trainings approach on active runway. Auch der Düsseldorfer Türmer war sehr freundlich, auch hier relativ viel Hobbyverkehr und wenig regulärer Alpha-Traffic, sodass er mir dann auch die Genehmigung gegeben hat, directly base runway 05. Also, so 5 right im Übrigen, also auf die rechte 05. Und hier sieht man schon den Anflug in der Base, hier schon in Landehöhe quasi. Jetzt drehe ich gleich rechts um und fliege die Landebahn 05 rechts von Düsseldorf an. Nebenbemerkung: Man kann das machen, auch mit einem UL, aber dran denken, das ist so, dass das ja ein simulierter Trainingslandeanflug ist. Also bitte, wer es möglich hat, auch das Fahrwerk draußen lassen und Klappen setzen. Ich habe das nämlich einmal in Dortmund nicht gemacht und bin schnell angeflogen, Klappen drin, Fahrwerk drin und bin dann mit 250 eine gewisse Strecke über die Landebahn geflogen. Und das fand die Luftaufsicht, die an dem Tag von Münster aus in Dortmund war, überhaupt nicht witzig, hat mich quasi des Verkehrsrauditums bezichtigt und hat mir eine Anzeige zugestellt. Ich konnte das dann mit Hilfe eines Rechtsanwalts abbiegen und konnte klarmachen, dass ich wirklich nur Trainingsflüge mache, regelmäßig in Verkehrsflugplätzen lande und das deswegen auch immer wieder mal trainiere. Aber ich habe mir damals gemerkt, okay, sobald man den Landeanflug gemacht hat, dann auch wieder eben Gas geben und Höhe gewinnen, denn sonst ist es ein Unterschreiten der Mindesthöhe. Denn die Mindesthöhe darf man nur zu Zwecken von Start und Landung unterschreiten. Und wenn man da dann längere Zeit über die Landebahn kachelt, dann gilt das eben als Rauditum und nicht als Landung. So, Düsseldorf haben wir verlassen und wo sind wir jetzt? Im Kreis weitergeflogen und der nächste Verkehrsflugplatz ist Dortmund. Da das gleiche Sprüchlein: Request crossing control zone from
Whisky to Echo and if possible Trainings Approach on Active Runway. Und die Active Runway in dem Fall war die 06. Also auch da wieder Einflug direkt in die Base und jetzt der simulierte Landeanflug auf die Landebahn 06 von Dortmund. Da habe ich mich mittlerweile also auch wieder reingetraut, aber wie gesagt, immer schön brav mit Klappe, mit Fahrwerk draußen und dann auch gleich nach Erreichen der Schwelle wieder Höhe gewinnen, damit das auch als Landetraining gilt. So, und jetzt geht's zurück nach Hause, will heißen abdrehen nach Süden, Ausflug über Echo, über Sauerland und den Heimatsflugplatz ansteuern. Hier fliege ich gerade über Werdohl und von da sind es nur noch ein paar Minuten bis zu dem eigenen Platz. Hier unten also im Blick gerade die Landebahn von Werdohl, da war aber nicht viel Betrieb an dem Tag. Was man auch sieht auf diesen Aufnahmen, das ist, dass die Vegetation in dem letzten Jahr massiv gelitten hat. Hier sieht man überall die abgeholzten Flächen, in denen die Fichten wegen Borkenkäfer und Trockenheitsschäden abgeholzt wurden und jetzt abtransportiert werden. Das Landschaftsbild im Sauerland hier ist stärker geändert als durch alle Stürme, die wir in den letzten Jahren hatten. Kyrill 2007 hat schon für einige Veränderungen gesorgt. Aber jetzt der Borkenkäfer, das war nochmal eine andere Nummer. So, jetzt kommt mein Landeplatz allmählich in Sicht. Ich werde jetzt in den Gegenanflug auf die Landebahn 01 eindrehen. Bin jetzt hier, da muss man relativ knapp über die Bäume fliegen. Fahrwerk raus und dann Queranflug und Endanflug. Das werden jetzt meine letzten Kommentare sein. Ich verabschiede mich und danke fürs Interesse am Zusehen und jetzt folgt eben noch die Landung auf unsere ziemlich weiche Landebahn. Ich habe eine lange Landung gemacht, weil die Bahn im oberen Abschnitt noch matschiger war. Ist mir auch geglückt, bin dort runtergekommen, wo ich runter wollte, hat aber trotzdem nicht verhindert, dass die Maschine ziemlich eingesaut war. Aber gut, das war es auf jeden Fall wert, jetzt eine halbe Stunde zu putzen nach diesem wunderschönen Ausflug an einem kalten Märztag. So, jetzt aber endgültig. Schönen Feierabend und tschüss.